Dieses Projekt nennen wir Automated Tissue on Demand, das heißt, das ist so viel wie automatische Hautproduktion, bedarfsgerechte Hautproduktion. Das wäre das eine Projekt, was ich Ihnen vorstellen möchte. Und das andere Projekt ist eine Form von Innovationscluster. Da geht es um Turbomaschinen. Hier sehen Sie das Beispiel des Trend 900 Triebwerks, was in der A380 verbaut ist. Was zurzeit das, neben dem von der 787 das größte Triebwerk, was im Betrieb ist in der konventionellen Luftfahrt. Und das haben wir hier unten nochmal im Schnitt dargestellt. Eine Turbomaschine ist eine Maschine, die sozusagen die Leistung aus dem durchfließenden Fluid in die mechanische Arbeit um oder umgekehrt. Und hier in so einem Flugzeugtriebwerk haben wir auch beide Varianten von so einer Turbomaschine abgebildet. Hier fliegt vorne, wird Luftstrom angesaugt, der teilt sich erst auf, das hier vorne ist der Fan. Dann teilt er sich in den Bypass auf, der eigentlich ohne weiteres hier einfach durchgeschleust wird. Kann man sich in etwa vorstellen wie ein Propeller. Und hier innen drin ist ein weiterer abgezweigter Luftstrom. Der läuft erst durch den Verdichter durch. Wie der Name schon sagt, wird die Luft dort verdichtet. Das heißt also, ich muss mechanische Arbeit aufbringen, um den Fluid auf einen höheren Energiezustand zu verhelfen. Und dazu bekommt der Verdichter letztlich die Leistung aus der Turbine, die hier hinten angeschlossen ist. Und bevor das Fluid in diese Turbine reinkommt, wird es hier durch ein Gas, ein Brenngas gezündet. Das heißt also, das ist dann auch eine sogenannte Gasturbine, die sich hier hinten anschließt. Die teilt sich auf in eine Niederdruckturbine, hier vorne direkt Brennkammer nach, und eine Hochdruckturbine. Dort, durch das Zünden des Brenngases, kann ich dort also Wärme zuführen. Und diese Wärme bedeutet nichts anderes als zusätzliche Energie. Und diese Energie wird frei, wenn ich das Fluid hier, also das letztlich ein Auffächer des Luftstroms, wenn sich das Fluid hier hinten entspannt und dann die Schaufeln, die hier angebracht sind, letztlich in eine rotatorische Bewegung überführen. Und das bedeutet dann letztlich, oder damit haben wir dann letztlich das Flugzeugtriebwerk zu vollständig. Hier hinten kommt noch ein ausreichend schneller Luftstrom raus, der selber auch noch eine gewisse Energie oder einen gewissen Schub liefert, aber ein wesentlicher Teil der Energie wird halt hier in eine rotatorische Bewegung umgesetzt, die den Verdichter und auch den Fan antreiben. Das hätte man hier auch größer sehen können. Und das, was wir hier in dem Projekt behandeln, sind in erster Linie diese Schaufeln, der Verdichter hier vorne oder auch der Turbinen hier hinten. Die großen Fanschaufeln haben wir da jetzt im Moment noch nicht drin. Wir konzentrieren uns auf diese Bereiche. Und das ist eigentlich aufgrund der hohen Drehzahl in diesem Triebwerk und aufgrund der hohen Temperaturen, die hier in der Nähe der Brennkammer herrschen, sehr hochbelastete Bauteile. Und wenn Sie sich erinnern an die letzte Woche, wo das Triebwerk versagt hat bei dem Flugwerk Qantas, dann werden Sie feststellen, dass das also nicht einfach so ein Bauteil ist, was groß ausprobiert wird im Flug, sondern das ist vorher mit sehr großem Aufwand getestet und es ist sehr genau festgelegt, wie Sie dieses Bauteil bearbeiten dürfen und was Sie dort machen dürfen und auch vor allen Dingen was nicht. Und wenn man hier in diesen Bereichen sozusagen die Effizienz erhöhen möchte, dann bedeutet das zum einen, dass man die Turbineneinsatztemperatur erhöhen kann, sprich hier heißer fahren, aber dann komme ich sozusagen direkt an Werkstoffgrenzen oder an Belastbarkeitsgrenzen von Werkstoffen und das führt dann dazu, dass ich dort an verschiedenen Polen etwas drehen muss oder an verschiedenen Stellschrauben gedreht werden muss, um dort den Prozess zu optimieren. Das bedeutet, es muss wieder Forschungsaufwand betrieben werden oder Entwicklungsaufwand betrieben werden, um nachzuweisen, dass diese Schritte auch zuverlässig machbar sind. Andere Ansätze sind zum Beispiel die Art und Weise, wie dieses Bauteil hergestellt wird. Das heißt also im Bereich, das ich gerade beschrieben hatte, bezieht sich mehr oder weniger auf den Prozess im Einsatz. Ein anderer Aspekt, der aber auch zu betrachten ist, sind die Produktionskosten, die während der Herstellung solcher Triebwerke entstehen und auch während der Reparatur, die werden also teilweise auch repariert. Und da ist es halt wichtig,
dass man ein Gefühl dafür bekommt, wie kann ich denn die Bearbeitungszeiten zum Beispiel reduzieren oder wie kann ich den Werkstoffeinsatz reduzieren, um dort auch aus Kostenseite wirtschaftlich und effizient arbeiten zu können. Wir betrachten in diesem Projekt nicht nur solche fliegenden Gasturbinen oder Flugzeugtriebwerke, wir betrachten auch stationäre Turbomaschinen, wie sie in der Regel eingesetzt werden zur Energieproduktion oder zur Erzeugung elektrischen Stroms in Kraftwerken. Und da sehen Sie hier zum Beispiel auch einen Teil einer Gasturbine der Firma Siemens. Hier unten sehen Sie den Läufer dargestellt, also im Prinzip all das, was letztlich im Betrieb dreht. Hier oben sehen Sie teilweise eingebaut seine Gehäuse. Und wenn man jetzt mal die Größen vergleicht, hier, das ist also schon ein sehr großes Triebwerk, wer so ein Flugzeug mal gesehen hat, der weiß, das sind also durchaus hier 2 bis 3 Meter im Durchmesser. Das hier sind ähnliche Durchmesser, oder Sie sehen hier den Almkran dazu im Vergleich, aber ist natürlich deutlich schwerer gebaut, da kommen ganz andere Werkstoffe in Frage und das sind ganz andere Dimensionen. Daher kann man zwar sagen, es sind die gleichen Bauteile, aber längst nicht in der gleichen Form bearbeitbar. Dieses Innovationscluster, was ich angesprochen habe, tragen wir im Prinzip von Fraunhofer Seite aus mit 2 Instituten, einmal unser Institut, das Fraunhofer IPT, und einmal zusammen auch mit dem ILT, wir sitzen oben also beide benachbart auch, in Melaten. Und seitens des ILT, da sind wir jetzt in so einer interdisziplinären Schnittstelle, wie ich sie eben angedeutet habe. Seitens des ILT wird die Lasertechnik mit in das Projekt eingebracht, sprich Laserauftragsschweißen und das Selective Laser Melting. Und wir von unserer Seite aus kümmern uns um die mechanische Bearbeitung, die Messtechnik im Prozess und auch um die CAX-Technologien, die der gesamten Kette sozusagen in der Durchgängigkeit zugrunde liegen. Und es ist eigentlich erstaunlich, wie hier auch eine Synergie erfolgt, denn im Grunde sind es 2 unterschiedliche Ansätze. Wir kommen eher von der Seite Material abtragen, während hier Laserauftragsschweißen oder Selective Laser Melting eigentlich generative Verfahren sind. Das heißt, Material aufbauen. Aber das gelingt halt nicht so weit, dass es hinterher in Endkontur einsatzfähig ist. Ich kann immer nur etwas aufbauen mit einem gewissen Überschuss, was ich hinterher auch nochmal mit einem guten Gefühl letztlich für die Prozesse wieder abtragen muss. Und so ergänzen sich diese beiden Institute eigentlich hervorragend, weil eins allein auf Dauer wahrscheinlich nicht gehen wird. Dieses Cluster, das ich hier oben schon angesprochen habe, Turbom heißt das im Übrigen, bezieht noch ein weiteres Industriekonsortium mit ein und diejenigen, die sich in dem Bereich etwas auskennen, die werden sehen, dass dort also ein Großteil der namhaften Hersteller von Turbomaschinen vertreten ist. Dazu kommt noch eine ganze Reihe von weiteren Zulieferern.